Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brimm. Wir müssen immer noch mit dem Fährmann sprechen. Das Schild treten. Ich sehe jetzt zum ersten Mal. Ich echt, glaub, das war's jetzt. Es kaputt gemacht. Das war's. Okay, ja, und da haben wir sogar die richtige Nummer. Geil, jetzt habe ich vorher nicht gesehen, Schild, okay, passt, soll mir recht sein. Wie der Anzeigetafel zu entnehmen ist, wird diese Nummer... Das ist die richtige Nummer. Wie hast du... Ach, egal, ich bin Charon, der Fährmann. Was willst du? Na, endlich. Ich möchte gerne eine Flussüberfahrt buchen. Dann bist du hier richtig. Jedoch wird es dich, wie es unser Brauch ist, die goldene Münze kosten, mit der du begraben wurdest. Die goldene Münze, mit der ich... ja, klar. Augenblickchen, ich muss nur... Oh, wie ärgerlich. Die müssen meine Hinterbliebenen in meinen anderen Sack gelegt haben. Kann ich nicht einfach... Du hast gar keine goldene Münze, oder? Nein, nee, sorry. Habe ich nicht. Keine Sorge. Das passiert beinahe jedem heutzutage. Deshalb fahre ich auch nicht mehr mit der glorreichen Erebus da drüben aus. Und was bedeutet das? Oh, das bedeutet lediglich, dass du dazu verdammt bist, bis in alle Ewigkeit ziellos als zombiehafter Geist im Fluss umherzutreiben. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Der Kerl nimmt mich doch auf den Arm. Ich brauche die Tickets nicht mehr. Weg damit. Hey, du! Ich muss mit dir reden. Es ist ein Notfall! Zeig mir deine Oh, du bist es wieder. Ja, ich bin es wieder. Ich will mit dir handeln. Gibt es nicht etwas, das du gegen eine Überfahrt eintauschen würdest? In der Tat habe ich ein Faible für lukrative Tauschgeschäfte. Was hat mich verraten? Die Aura eines erfahrenen Sammlers. Nein, ich denke, es war dein riesiger Haufen Schrott da drüben neben deinem Boot. Verstehe. Also, was möchtest du mir als Gegenleistung für meine Dienste anbieten? Wäre es nicht super, einen Schrumpfkopf zu haben, der niemals aufhört zu schreien? Das will ich nicht. Ich bin mir sicher, du würdest sterben für einen mehr oder weniger funktionsfähigen Korkenzieher. Nein. Du bist bestimmt an einem Buch über Bauchrednerei interessiert. Daran habe ich nicht das geringste Interesse. Oh, je. Einen dieser ungewöhnlichen Wecker vielleicht? Ich bin nicht interessiert. Was hältst du von dieser schicken Schweizer Taschensense? Wer würde so etwas wollen? Möchtest du ein Spinnenauge, das dir die Geheimnisse von Leuten zeigen kann? Ein was? War doch nur ein Scherz, mein kleines Äuglein. Niemals würde ich dich weggeben. Ich glaube, ich habe gerade nichts, was dich interessieren könnte. Wie finde ich nur heraus, was ihm gefällt? Ich denke, ich werde nach einem von Charons Geheimnissen suchen müssen, das irgendwie okay. mit den Objekten in seiner Umgebung zu tun hat. Mein Äuglein sagt nein. Es gibt hier keine Verwendung für ein Spinnenauge. Hier ist kein Geheimnis verborgen. Ah! Was war denn da? Moment, ist das... Ah, Mann. Eine Sackballkartensammlung. Oh Gott, dann kam ich schon furcht. Aber eine Karte scheint zu fehlen. Ah. Gerüchten zufolge bist du ein Kenner seltener Sammelkarten. Das ist absolut lächerlich. Ich bin der dunkle Fährmann, Geleiter der Seelen. Ich habe keine Zeit für solch kindischen Unsinn. Oh, okay, mein Fehler.
dann muss ich wohl mit jemand anderem über diese äußerst, äußerst seltene Sargballkarte reden. Welche Karte meinst du denn? Ach, das würdest du sowieso nicht verstehen. Nur Sammler können das beurteilen. Aber du redest nicht von der... Wer weiß? Der ultra seltenen Firefox-Karte, limitierte Edition mit holographischer Oberfläche und Fehldruck beim Stärkewert? Du bist also doch ein Sammler. Psst. Nicht so laut. Es gehört sich nicht für einen dunklen Fährmann, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Hat nicht jeder eine etwas peinliche Leidenschaft? Meine war das Pickel ausdrücken. Aber seit ich hier bin, sind die alle weg. Mein Gesicht besteht nur noch aus Knochen. Was ist denn jetzt mit der Karte? Was soll mit dir sein? Hast du sie? Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich sie herbekomme. Wenn ich sie dir bringe, lässt du mich mitfahren. Deal? Deal. Okay. Ja, sie weiß, wo man sie herbekommt. Ich kann es mir vorstellen. Dann müssen wir unseren Alten wahrscheinlich besiegen. Okay. Raymond nehmen wir mit. Der Raphael ist jetzt nicht so. Ich vermute mal, dass wir spielen müssen. Was hältst du von einer Runde Sargballkarten? Sorry, das spiele ich nicht. Das Zwerg ehre dich nicht, das spiele ich, das ist richtig öd. Oh. Muss er dann mal. Ich fordere. Willkommen, der erste Spiel, der bessere Wert. Prim, wähle einen Wert. Juhu. Aber er hat mit denen wieder gewonnen, okay. Prim, du bist dran. Dann nehmen wir die Kilo, ein ne? Großartiger Zug. Prim, du bist dran. Da dasselbe. Keine Chance. Alter, was für Pech mussten haben. Lachesis, du bist dran. Ja, gescheißen, Alter. Lachesis, du bist dran. Muss das so Pech haben. Perfekt. Jo. Jetzt gewinnt sie wieder. Lachesis, ist wieder vorbei. Du bist dran. Was sie denn an Doppel haben hat müssen. Perfekt. Ich meine, allein, dass sie den Wert nimmt, schon die 127. Und dann es aber noch schafft. Lachesis, du bist dran. Großartiger Zug.
Das ist so viel mit Glück verbunden, einfach nur. Keine Chance! Ha! Wer hätte es gedacht? Prim, du bist dran! Unschlagbar! Prim, du bist dran! Unschlagbar! Oh ja, hab ich Glück gehabt, schon mal wieder die. Prim, du bist dran! Perfekt! Prim, du bist dran! Unschlagbar! Ah, es werden die Karten wieder so gerollt, okay? Du bist dran! Ein großartiger Zug! Ja, ich hab mal gewonnen! Prim gewinnt! Das ist ja nicht normal, oder? Das war kosmisch, Prim! Die würde ich dir gerne schenken. Danke, Lachi. 216 Fabi. 136 IQ. Hä, hey, oder was schenkt denn die mit dafür Korn? Das ist ja. Das ist ja brutal. Aber vielleicht ist das, wie ich so gemacht, dass du sehr schnell starke Karten kriegst, weil. Na, irgendwas wirst du brauchen. Und die ist zumindest bei dem Wert extrem. Aber im Rest ziemlich arschig. Bei der IQ. Peter. Der würde allein durchs Gewicht gern drinnen lassen, weil das so hoch ist. Die durch dies. Ja, irgendwie so, und ich muss halt weg. Dann wird's halt. Diese. Aber die sind in allem besser. Okay. Kann man jetzt gegen die restlichen Schwestern auch spielen? Warte mal. Würdest du mit mir da. Atropos ließ Prim wissen, dass sie nicht für dieses Spiel. Die andere auch nicht? Was? Ich wollte einfach nur Karten spielen. Was tust denn du? Hört die auf, einmal wieder zum Schiffen. Hey, Alter. Würdest du mit mir das Sagballkartenspiel spielen? Oh, bitte. Wenn du jemanden suchst, der Freude an solch. Mhm. Also von denen mal niemand mehr hier, okay. Dann probieren wir uns einfach mal durch, bevor wir zum Vater gewesen sind. Die Keres spielt mit uns. Würdest du mit mir das sagen? Aber natürlich. Dieses Spiel ist eine. Okay, cool. Sie spielt gegen uns. Spieler zu einer weiteren Runde des unterweltbekannten Sagball-Kartenspiels. Der erste Spieler, der den Grabstein erreicht, hat gewonnen. Der bessere Wert gewinnt die Runde. Prim, du bist dran. Zum Glück dürfen wir mal anfangen. Wert. So. Ein großartiger Zug. Gut. Hat man mit den Killer gewonnen. Prim, du bist dran. Ein großartiger Zug. Jo. Prim,
bist dran. 127. Ja. Prim, du bist dran. Ja, da können wir aber, da können wir mit, da gehen wir mit um. Unschlagbar. Prim, du bist dran. Unschlagbar. Geil. Prim, du bist dran. Unschlagbar. Prim, du bist dran. Unschlagbar! Ja, ich wollte eigentlich das nicht, hätte auch noch passt. Cool. War knapp. Prim, du bist dran! Gekontert! Persephone, du bist dran! Unschlagbar! Ja, ich war gerade der Letzte. Ich bin beim Letzten und jetzt dauert es wieder ewig. Persephone, du bist dran! Kein Gewinner in dieser Runde. Persephone, du bist dran. Perfekt. Also, weil ich rekordiere. Persephone, du bist dran. Ein großartiger. Mein Bitte, ich brauche einmal noch. Ich komme nicht dran. Perfekt. Ja. Gekontert! Endlich! Prim gewinnt! Das ist Freiheit für mich. Gut gemacht, Prinzessin. Juhu. Hier, du hast dir diese Karte redlich verdient. Danke, Persephone. Was kriegen wir? Müssen wir aber so. Okay. Diese war verdammt. Das ist ja super. Die Janine. Können wir das Deck wieder umbauen? Die Janine. Statt die Alice. Jetzt müssen wir noch gefühlt einen hohen IQ-Wert. Okay. Ob er spielt gegen uns? Würdest du mit mir das Sargball-Kartenspiel spielen? Sebastian und ich haben noch nie eine Partie Sargball ausgeschlagen. Ah, okay. Okay, mal spielen. Willkommen, der Erste, der bessere Prim. Du wähle einen Weg. Perfekt! Sehr gut. Prim, du bist dran! Ein großartiger Zug! Prim, du bist dran! Ja, hier müsste ja ziemlich. Ich brauche meine Geschwindigkeit, nur ich kann keiner. Der Jens, oder schaut, da hätte er ja schön eingefahren. Aber da habe ich noch gedacht. Boah, der hätte mich bei D2 Werte tatsächlich geschlagen. Die mit allem verloren. Ja, kann nichts machen. Passiert. Hank, du bist dran. Unschlagbar. Oh, das ist ja das. Man muss da mal, wenn Hank, kommt der. Du bist dran. Ein großartiger Zug. Mein Gott, der hat den Peter. Hank, du bist dran. Unschlagbar. Dran. Ja, Fabi, super. Prim, du bist dran. Unschlagbar. Gut. Du bist dran. Unschlagbar. Sehr schön. Du bist dran.
Perfekt! Ja, das ist ja aber schwer. Earth 4 will ich nehmen. Ja, sehr gut gewonnen. Geil! Juhu. Ach Mist, verloren. Genieß deinen Triumph, Kind. Bitteschön. Danke, Hank. Matthias haben wir gekriegt. Das hat sie, das hat er hoch. Das ist eigentlich auch nicht, das ist auch nicht verkehrt. Ich würde ihm das Feld immer noch drin durch den Home IQ wird. Das ist der Kau jetzt weg. Was ist das? Doch, und den nehmen wir mit. Okay. Keine gute Idee. Na, wie ist klar. Okay. Spielt er eigentlich gegen uns, oder? Audiokarten. Würdest du mit mir das Sargballkartenspiel spielen? Nein, danke. Der dunkle Fährmann ist kein Spieler. Okay, er sammelt nur. Okay, okay. Ich verstehe. Dann gehen wir einfach mal zurück. Man sieht vielleicht unten im Brunnen. Könnt ihr auch gegen uns spielen. Würdest du mit mir das sagen? Für eine kleine Runde. Mhm. Schauen wir mal. Willkommen, Spieler! Wähle einen Wert! Da müssen wir den Geschwindigkeitswert nehmen oder den. Keine Chance! Hey, Alter, ehrlich jetzt? Mit IQ-Hertigung. Ehrlich, die Karten verliert? Keres, du bist dran! Du musst das Pech, musst du haben. Kein Gewinner in dieser Runde! Okay. Keres, du bist dran! Perfekt! Keres, du bist dran! Ein großartiger Zug! Ja, gratuliere! Keres, du bist dran! Ja. Ein großartiger Zug! Keres, du bist dran! Kein Gewinner in dieser Runde! Ja, der wäre sowieso nie einer gewesen. Dran. Ein großartiger Zug. Du dreckiges Schwein. Hey. Keres, du bist dran. Ein großartiger Zug. Keres, du bist dran. Krieg nicht an. Perfekt. Keres, du bist dran. Cash! Dumme Nuss, du! Du musst einmal so ein Pech haben! Du musst das Pech haben, was ich schon wieder jetzt gehabt habe! Bei der ersten Dreckskarten, du! Und dann war aus! Ja, sicher, ich muss üben! Du hast so viel Glück, Mädchen! So viel! Das kannst du dir gar nicht vorstellen! Was ich für ein Pech habe! Das gibt's doch gar nicht! Bei der anderen Karten! Willkommen, der bessere Prim! Wähle einen. Ein großartiger Zug. Prim, du bist dran. Die Marione, da waren die Kilogramm. Boah, aber knapp.
Prim, du bist dran. Gekontert! Das gibt's. Ja, so ist das Wissen. Das musst du mal wissen. Karras, du bist dran. Unschlagbar. Ja, jetzt hat es wieder, Alter. Karras, du bist dran. Ein großartiger Zug. Karras, du bist dran. Gekontert! Ja. Danke, Fabi. Prim, du bist dran. Keine Chance. Karras, du bist dran. Unentschieden. Das hab ich. Karras, du bist dran. Ein großartiger Zug. Karras, du bist dran. Ja, den kann ich nie. Perfekt. Ich bin wieder. Du bist dran. Keine Chance. So Pech, ja? Prim, war der Onkel Tom. Du bist dran. Keine Chance. Ja, freilich, Alter, da überdicke. Du musst so... Karras, du bist dran. Perfekt! Du musst noch. Ja. Ja, ich kann nicht mehr üben. Ich hab halt einfach auch das Pech jedes Mal. Wie die Karten halt fallen. Glück gehabt. Du bist dran. Perfekt. Jo. Prim, du bist dran. Kein Gewinner in dieser Runde. Ja gut, das wäre wurscht gewesen. Prim, du bist dran. Ein großartiger Zug. Gott sei Dank. Du bist dran. Unschlagbar. Ah, Glück gehabt. Aber auch noch hat mir eingefahren. Super. Na gut, die Geschwindigkeit wäre gewesen. Prim, du bist dran. Gekontert. Ja, das ist halt das. Karras, du bist dran. Wenn sie dran ist, ist er gelaufen für mich. Ja. Dann macht sie so einen Blödsinn und dann hab ich natürlich das Pech, dass ich den Arsch noch gewartet habe. Ja. Perfekt! Karras, du bist dran! Gekontert! Gott sei Dank. Prim, du bist dran! Gekontert! Das gibt's nicht. Du bist dran. Unschlagbar. Bin sie sicher wieder. Du bist dran. Das ist so knapp vom Sieg. Gekontert. Oh. Prim, du bist dran. Ein großartiger Zug. Ja. Danke. Prim gewinnt. Alter, was für Kampf. Wow, nicht schlecht, Prim. Hier. Das ist mehr so eine Kartenglücksgeschichte. Danke, Karras. 140er IQ, das sind 6, das ist auch gut, das ist boah, ja, der ist super eigentlich. Was hältst du? Prim, bye
beim Raymond die 127 Stärke, ich bin damit eigentlich immer auf die Schnauze gefallen bisher, gell? Keine Chance! Ich nehme es das erste Mal in seinem dreckigen Leben nicht und hätte es geschafft. Nein, das erste Mal hätte ich mit der Karte jetzt gewonnen. Mit das erste verfickte Mal. Ein großartiger Zug! Thanatos, das ist unglaublich, oder? Das ist unglaublich. Ich sitze jetzt schon eine halbe Stunde mindestens. Unentschieden! Thanatos, du bist dran! Unschlagbar! Thanatos, du bist dran! Perfekt! Was hältst der Tod? Der Best Prim! Wähle einen Weg! Unschlagbar! Prim, du bist dran! Perfekt! Prim, du bist dran! Unschlagbar! Prim, du bist dran! Unschlagbar! Boah, ich hab's bei Firefox-Karten einmal besiegt. Das ist ja unglaublich. Du bist dran! Unentschieden! Prim, du bist dran! Unschlagbar! Prim, du bist dran! Perfekt! Prim, du bist dran! Ein großartiger Zug! Prim, du bist dran! Ein großartiger Zug. Ich glaub's nicht. Ja. Schau, und da und so ist das, und dann hast du's. Hier. Deine Belohnung. Geil. Wow. Sag mal, Profi, besiege Thanatos beim Kartenspiel. Ja, dankeschön. Du taktierst gerissen, Prim. Ich empfand unser gemeinsames Spiel als zufriedenstellend. Okay, das wird mir jetzt eindeutig zu seltsam hier. Ich muss gehen. Hey, Bruderherz, warum ziehst du denn immer noch so ein Gesicht? Sie spielt mit dir. Also, wenn das kein Fortschritt ist, dann weiß ich auch nicht. Du bist kurzsichtig wie immer, Keres. Ich bin mir sicher, sie brauchte nur die Karte, wofür auch immer. Kannst du es ihr verdenken? Was? Dass sie nicht bei dir sein will. Ich meine, hast du dich jemals wirklich dafür interessiert, was sie mag? Sie ist eine Teenagerin. Sie mag gar nichts. Erinnerst du dich daran, als Vater dir deine allererste schwarze Robe geschenkt hat? Findest du es nicht ironisch, dass du mich über das Erinnern belehrst? Erinnerst du dich oder nicht? Ich habe sie gehasst. Ich wollte neue Badekleidung. Jede Nacht bin ich im Acheron geschwommen. Aber Vater hat es nie bemerkt. Genau. Wo gehst du hin? Ich muss Nachforschungen anstellen. Oh nein, hoffentlich findet er nichts über unseren Plan heraus. Das hoffe ich auch. Okay, ich habe die Glitzerkarte. Aber was jetzt? Ja. Ja, wir haben es jetzt hier. Super, Firefox. Freunde, tut es euch nicht wundern, dass ich das zusammengeschnitten habe. Ich habe sehr lange oder länger gebraucht, bis ich hier weiterkommen bin. Also nicht wundern. So, der Carsten, den kann man ja austun. Dafür nehmen wir einen Firefox mit. Eigentlich kannst. Also nicht wundern, ja, dass das geschnitten ist. Wie gesagt, weil das möchte ich euch dann natürlich auch ersparen. Ich habe halt unzählige Male verloren und dann halt gewonnen, ne? Und habe ein paar Karten dazu gekriegt. Ein paar halt nicht. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Also nicht verwundern, aber wir werden jetzt hier die Folge beenden. In der nächsten Folge können wir dann mit der Fähre, denke ich mal, übersetzen. Ne? Das wird ja spannend.
Dann sage ich auf jeden Fall danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.